ist der zweite Startblock für einen Schwalabahn-Altstadtlauf in Köln. Sie gehen jetzt auf die Reise. Dieses Jahr war es heiß beim Kölner Altstadtlauf. Um 19.30 Uhr waren es immer noch schwüle 30 Grad. Trotzdem haben sich 2000 Läuferinnen und Läufer bei dem tollen Event auf die Strecke gewagt. Ich bin den Altstadtlauf schon einige Male mitgelaufen. Es ist kein Lauf für eine persönliche Bestzeit. Die Strecke ist schwierig mit viel Kopfsteinpflaster. Direkt am Start bremsen einige enge Kurven. Kurz vor der Rheinpromenade gibt es auch noch ein paar kleine Stufen, die man hoch muss. Dann geht es erstmal geradeaus. Man muss aber immer darauf achten, wo man hintritt. Wirklich gut ist der Bodenbelag selten. An der Spitzkehre am Rheinauhafen muss man wieder eine Treppe hoch. Danach kommt endlich ein Wasserstand, den ich auf der ersten Runde aber verpasst habe, weil er doch recht plötzlich kommt. Der letzte Kilometer ist dann der härteste, wo es wieder durch die engen Gassen der Altstadt geht. Und das Ganze zweimal. Ich war fix und fertig nach dem Lauf. Ich wollte eigentlich gar kein Video machen, weil ich wusste, das wird heute nichts von der Zeit her. Ich bin mal Kölner Altstadtlauf, aber hier ist die Medaille. Es sind 30 Grad. Ich habe eine Zeit, 48 Minuten gelaufen, aber spielt echt keine Rolle, weil ich bin froh, dass ich durchgekommen bin. Und ja, warum das heute nichts war, das erkläre ich mal kurz am Bildschirm. Nach 3 Jahren Corona-Pause bin ich Anfang des Jahres meinen ersten Wettkampf gelaufen. Ich habe nicht super viel für den Lauf trainiert, ich wollte nur mal sehen, wo ich fitnesstechnisch so stehe. Und mit 45:13 auf 10 Kilometer war ich ganz zufrieden. Dann musste ich noch eine Schippe drauflegen, weil ich beim Lauf rund um das Bayerkreuz in der Gruppe bis 45 Minuten teilgenommen habe. Da laufen wirklich Topläufer aus ganz Deutschland mit. Und trotz meiner für mich guten Zeit von 43:20 bin ich nur 28. in meiner Altersklasse geworden. Da ist die Konkurrenz halt groß. Also Anfang des Jahres war ich schon ziemlich fit und ich hatte mir auch noch einiges vorgenommen. Aber dann habe ich mir beim Wandern böse den Fuß verstaucht. Ich konnte 2 Monate gar keinen Sport machen, was mich natürlich wieder weit zurückgeworfen hat. Und wie das so ist, habe ich mir dann bei meinen ersten Trainingsläufen nach der Verstauchung eine heftige Wadenzerrung geholt. Dann ging dann erstmal wieder nichts und dabei stand die nächste Veranstaltung schon vor der Tür. Der 50 Kilometer Megamarsch. Ich dachte schon, ich müsste ihn absagen. Aber ich konnte die 50 Kilometer quasi unvorbereitet in 10 Stunden durchziehen. Guckt mal gerne in das Video. Oh Gott, bin ich fertig. Sehr geil. Nach dem Megamarsch war ich aber wieder ziemlich kaputt. Und ich habe die nächste Woche wieder nicht trainiert. Und dann kam 2 Wochen später schon der Altstadtlauf, wo ich auch nur 2 bis 3 Trainingseinheiten vorher hatte. Und deshalb war ich auch mit den 48 Minuten entsprechend zufrieden. Hier sind noch die 6 Topläufer. Erster bei den Männern wurde Julien Gendre in 32:54. Und bei den Frauen Susan Stead in 40:02. Chapeau! Wie immer freue ich mich über ein Like und abonniert doch meinen Kanal.